Hallo meine Damen und Herren, mein heutiges Video ist ganz sicher interessant, fast sogar spannend. Die größten Fehler der Mallorca-Auswanderer. Und davon gibt es eine ganze Menge und die wichtigsten werde ich Ihnen heute zeigen. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem heute wirklich interessanten Video, das kann ich Ihnen versprechen. Heute geht es um die größten Fehler der Mallorca-Auswanderer. Die gibt es natürlich zuhauf, kein Wunder. Wer mal hier war, öfters in Urlaub, Klima, Strände, die Lebensqualität genossen hat, der kann schon leicht auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich möchte gerne dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ist das nicht eine tolle Idee? Ich mache Mallorca zu meinem neuen Lebensmittelpunkt. Und was werden erst meine Freunde auf der Arbeit und die Familie sagen? Die werden ganz schön neidisch gucken, wenn ich ihnen das erzähle. Kein Wunder also, es gibt viele Deutsche, die sich mit diesen Ideen im Kopf tragen. Manchmal gibt es auch die Motivation, hier in Mallorca ein neues Leben zu beginnen und eher in Deutschland von was wegzukommen, wegzulaufen auch manchmal. Aber ich sag's mal gleich, das ist keine gute Idee, denn Probleme wandern mit aus. Aber ist auch sowieso nicht ganz einfach, den Sprung von dem faulenzenden Urlauber auf der Luftmatratze zu einem arbeitenden Menschen zu schaffen. Denn da überlagern dann emotionale Ideen und Begeisterungen, finanzielle und strategische Überlegungen, die eigentlich im Vordergrund stehen sollen. Und da mein Job ist, solche Auswanderer hier und da mal zu beraten, will ich hier mal zusammenfassend die wichtigsten Regeln sagen, die man beachten muss. Eigentlich sind es nur drei. Ich nenne sie mal kurz. Erstens, man sollte genug Geld in der Tasche haben, um auch ein Jahr ohne jegliche Einkünfte auskommen zu können. Zweitens, man sollte die spanische Sprache sprechen. Und drittens, man sollte das Geschäft so ausrichten, dass es für alle Menschen auf der Insel attraktiv ist und bitte nicht nur für Deutsche, Touristen oder Residenten. Mit dem Argument, ja, ich spreche kein Spanisch, aber ich richte mich ja sowieso nur an deutsche Kunden. Das ist falsch. Wenn ich Ihnen die Alternative gäbe, wollen Sie lieber 30.000 Kunden haben, das sind die Deutschen, oder 950.000, dann ist, glaube ich, die Antwort relativ leicht. Noch ein wichtiger Tipp. Schauen Sie sich an, welches Geschäft Sie machen wollen. Kommen Sie bitte nicht nach Mallorca mit der nächsten deutschen Yogaschule, mit dem nächsten deutschen Fitnessstudio, mit dem nächsten deutschen Café oder ähnlichem oder eine Wurstbude oder sowas. Das gibt es zuhauf, ich würde sagen, viel zu viel. Lassen Sie die Finger davon. Ein kleines Beispiel. Hier ganz in der Nähe um die Ecke ist der Mercat de Olivar. Das ist der größte Markt, den es hier in Palma gibt. Sehr pittoresk, sehr schön mit den vielen Obst-, Gemüseständen, Fisch natürlich auch. Da kommen eigentlich Touristen nur her, um den Fisch zu fotografieren und den Einkaufenden in Spanien auf die Nerven zu gehen. Aber ansonsten ist das eine Angelegenheit für die Locals. Und dort hat vor einiger Zeit ein Stand aufgemacht, schön zentral gelegen, wunderbar dekoriert, alles in Rot, rote Schürzen, rote Kappen hatten die Angestellten an. Das Ding hat auch irgendeinen witzigen Namen, den ich vergessen habe. Das war so ein Grillwürstchenstand, habe ich noch gar nicht gesagt. Ja? Und an diesem Stand, jedes Mal, wenn ich dort war, ich habe nie jemanden gesehen, der dort etwas gekauft hätte. Einfach nie. Und so war dieser Stand nach wenigen Monaten verschwunden. Also, die Vorstellung, wenn in Deutschland eine Currywurst in so einer Pappschale mit so einer Industriesoße großen Anklang findet, muss das heißen, dass es in Mallorca auch der Fall ist? Nein, das muss es nicht heißen. Und auch die Vorstellung, ich habe da eine Idee, eine Geschäftsidee, das fehlt in Mallorca. Da würde ich auch lieber dreimal drüber nachdenken. Zudem, man sollte eine gewisse Berufserfahrung haben, gerade im gastronomischen Bereich. Ich hatte mal einen Zahnarzt vor vielen, vielen Jahren, der nach einer turbulenten Scheidung mit seiner jungen Freundin die Idee hatte, in Ibiza eine Strandbar aufzumachen. Klar, das war vorhersehbar ein Fehltritt, der ist daran gescheitert und bohrt jetzt wieder in Düsseldorf. Aber ein weiterer Fehler liegt darin, dass Auswanderer zu groß anfangen, nicht erstmal klein und dann wachsen. Auch das ist ein Fehler. Noch ein Fehler, die Vorstellung zu sagen, hoppla, jetzt komme ich aus Deutschland und zeige mal den Spaniern, wie man es richtig macht. Ganz schrecklich, daran sind schon viele gescheitert.
Spanien ist anders. Sorgen Sie von Anfang an für eine ordentliche steuerliche und rechtliche Beratung. So neben der Hand und aus der Tasche und bar und ohne Quittung und alles, das funktioniert nicht, die Zeiten sind vorbei. Schwarzarbeit wird auch hier streng bestraft. Aber ich habe einen Trost. Wenn alles schief geht, und gerade wenn alles schief geht, sind Sie der perfekte Kandidat für die ganzen Auswanderersendungen, die es im deutschen Fernsehen gibt. Da kann man dann sein ganzes Unglück schildern und weiß, oh, da gucken viele Leute zu und bedauern einen so richtig. Ist ja auch was Schönes. Und wenn man das mal geschafft hat und im Fernsehen war, dann gibt es ja noch andere Fernsehsendungen, wo dann diese Leute weiterverarbeitet und weiterverarbeitet werden können. Das sind dann die Folgesendungen und man ist ja dann prominent oder ein Star. Ich kenne keine andere Sprache, in der prominent und Star derart inflationär verwendet wird. Aber das ist dann auch noch eine Chance, weiter im Mittelpunkt stehen zu wollen, wenn man das dann überhaupt mag. Und noch ein letzter Trost. Man sollte nie alle Brücken komplett nach Deutschland abbrechen. Denn wenn es in Mallorca nicht klappt, seien Sie nicht enttäuscht. Mallorca wird immer noch eine schöne Insel bleiben. Hier kann man wunderbar Urlaub machen und in Deutschland zu arbeiten ist ja auch nichts Schlimmes. Also, bevor Sie nach Mallorca auswandern, denken Sie über alle diese Dinge nach, die ich eben gesagt habe. Und dann werden Sie ganz sicher die richtige Entscheidung treffen. Vielen Dank.